Anlässlich des Frühjahrserwachens am letzten Aprilwochenende luden viele Geschäfte in der Schweriner Innenstadt zum Sonntagsshopping ein. Auch das Schlossparkcenter öffnete seine Türen. Die Möglichkeit, mal außer der Reihe in Ruhe einzukaufen, wurde von vielen Leuten ausgiebig genutzt. Denn das Volk unterhielt die Besucher des Centers dabei bestens. Er zeigte als Mr. Piano Kunststücke am und auf dem Klavier.